Schinkel war in seinem ganzen Schaffen wesentlich ein Reiter. Er war nicht nur ein Architekt eben alt, nicht nur ein Maler, also den kennt man ihn auch noch vielleicht von den Dombildern in der alten Nationalen. Schinkel ist wirklich in seinem ganzen künstlerischen Tätigkeit viel breiter wirksam eben halt nicht gewesen. Er hat hineingewirkt in die Kunstindustrie damals, in die auch industrielle, serielle Fertigungsverfahren von Gläsern hinein, von dem berühmten Berliner Eisen, Entwürfe zu liefern nicht für kunstgewerbliche Arbeiten, Entwürfe zu liefern für Inneneinrichtungen. Schinkel hat Bilder aus, also Wohnungen ausgemalt mit Tapetenbildern. Er hat Friese geschaffen als Schmuck von Wohnungen. Er hat insbesondere für die Bühne, für das freie Theater gearbeitet. Er hat inszeniert. Das ist das, was Schinkel vielleicht als gemeinsamer Nenner in seinem Werk wirklich verbindet, ist Schinkel als Inszenator. Schinkel, der nicht nur im Theater inszeniert, aber wesentlich auch mit. Eine Tätigkeit, die praktisch fast unbekannt ist, außer denen, die Sie gerade mal die Zauberflöte und diesen berühmten Sternenhimmel der Königin der Nacht sehen. Das war eine Tätigkeit, die er über Jahrzehnte ausgeübt hat. Also keine besondere oder einmalige, sondern wirklich eine grundlegende Arbeit. Aber er inszeniert genauso gut seine Gebäude im öffentlichen Stadtbild. Entwürfe Schinkels sind nicht wie bei Architekten sonst häufig üblich Grundrisse gewesen, Aufrisse gewesen, nüchterne Architekten, Architekturzeichnungen, sondern von Anfang an Bilder, Entwürfe, wie ein solcher Bau im Kontext steht, zur Natur, zum Platz, zu der Umgebung, mit Bevölkerung dabei, mit Bewegung dabei, mit Farben mit eingemischt. Also er inszeniert seine Bauten, genauso wie das Theater ist, als Maler, Architekt und als Architekt-Maler diese Eigenschaften. Durchdringen sich bei Schinkel. Und ich glaube, das ist vielleicht das Wesentliche, bis in eine Zimmerausstattung, in Gestaltung hinein. Also wirklich ein Designer sämtlicher Lebensbereiche. Bei Schinkel war der Kosmos wirklich der Kosmos. Es war wirklich die Welt, die zu Füßen lag. Im Grunde eben halt eine Verwissenschaftlichung ging auch durch die Gesellschaft. In der Schinkelzeit wurden so viele Bücher gedruckt, wie in Jahrhunderten vorher nicht gedruckt wurden. Das Wissen über die Welt, über die Ethnien, Ethnographie, Geographie, durch die Reisen. Es gab der letzte Fleck auf der Landkarte, wurde nicht wirklich eben halt entdeckt. Man guckt die Reisen in der Südsee, wo immer. Das lag alles bereit in dieser Zeit. Also es war wirklich ein kosmisches, ein weites, ein weltweites Denken. Und da war Schinkel hoch interessiert. Er hat die Vorlagenwerke benutzt, er hat die Texte gelesen. Er hat sich sozusagen in die Wissenschaft seiner Zeit, im Kenntnisstand seiner Zeit hineingearbeitet.
Thank you.